diesmal bin ich zu Gast beim Forellenhof Mühlenweiher in der Nähe von Gummersbach. Die Anlage ist mir vom Roscher Schmitz über Facebook empfohlen worden. Nach kurzer Absprache haben wir uns dann für diesen Tag verabredet und wollten mal gemeinsam den Forellen nachstellen. Da auch einige Hechte ihr Unwesen in dem See treiben, habe ich meine Hechtrute und Köderfische eingepackt und probierte dies mit einer Posenmontage. Der erste Biss sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Für den Fisch verwendete ich ein Rotauge, ca. 10 cm lang, an einem dünnen Stahlvorfach mit Einzelhaken. Die Pose blieb dann stehen und ich vermutete zuerst, dass der Hecht eventuell den Köder nur genommen hat und stehen geblieben ist. Doch beim langsamen Einholen Schnur bzw. Kontaktaufnahme konnte ich merken, dass der Hecht den Köder wieder losgelassen hat. Die nächste Szene wird man so auch nicht oft am Forellensee erleben. Boah, hier. Dicke Hecht jagt eine Forelle. Ja, ja, großer. Geh so teil, Jack. Was ein Kaliber, du. Der hatte über 80. Und schön dick rund. Das war ein guter. Der hätte die Forelle auch schon zweimal attackiert. Die hat auch schon eine Macke am Rücken, die Forelle. Aber ein guter. Die Forellen waren an diesem Tag extrem zickig. Ich probierte es anfangs mit Spuren, dann wechselte ich wieder auf Gummis. Doch so richtig wollten die Forellen an dem Tag nicht. Da wir an diesem Tag nur zu zweit an der Anlage waren, konnte man auch sich um den See bewegen und mehrere Stellen mal probieren anzuwerfen. Magst du einen Kaffee trinken? Bitte? Bringst du einen Kaffee mit? Geh ich mal ein Käffchen holen. Oh, das schöne, das kleine Lachs war gerade. Kleine Lachs, hm. Das ist ja doch wieder das, was du willst. Das ist noch nicht raus. Aber die Größe kann man auch schön räuchern. Ja. Geht nicht. Vielen Dank. Ja.
Ja, schön. Schönes Tierchen. Nach der Kaffeepause habe ich dann versucht, das gegenüberliegende Ufer zu beangeln. Hast du sie? Sascha hatte zwischenzeitlich mit beiden Ruten auf Grund geangelt und konnte so zumindest 4 Stück fangen. Hier kann man sehen, dass die Forellen an diesem Tag eine kleine Schwarmbildung hatten. Die standen immer zwischen 5 bis 7 Forellen im kleinen Schwarm. Hier kann man auch schön sehen, wie die Forelle den Gummiköder attackiert. Genommen, losgelassen, genommen, losgelassen, wieder genommen, dann zog sie nach links. Dann war der Köder wieder frei und sie hat ihn nochmal genommen. Biss gehabt hier vorne. Reingeworfen, ich konnte sie ja sehen. Jo. Wenn der Schwarm kommt, anwerfen, hast du eine Chance zu kriegen. Ansonsten. Hinten habe ich 7. Immer mal wieder mit einer beißen und so. Ja. Gerade hier auf der Grundroute, weißt du? Hinten habe ich 7 Forellen gesehen im kleinen Teich und 4 Hechte drüben drin. Da sind viele Hechte drin. Ja. Aber die 30 Würstchen, weißt du? Kleine, ja, so Fritten. Da über 2 Stunden jetzt keine Aktivität mehr an der Hechtroute war, habe ich dann die Pose auf 1,50 eingestellt und den Köder Richtung Insel ausgelegt. Diesmal dauert es ungefähr eine gute halbe Stunde, bis der Köder den nächsten Fisch interessierte. We'll be right back.
Der Anhieb sitzt und der Drill konnte beginnen. Es war aber schon bei den ersten Fluchten zu merken, dass es kein Hecht war, sondern ein Stöhr nahm sich das Rotauge vom Grund. Vorher habe ich ein Mittelwasser, ziemlich weit oben. Petri, ja, aber der ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, ist gut. Machen wir auch noch Foto, ja, ne? Ja. Gibt's ja nicht. Petri, hier stören wir doch. Ich muss mal deine Telefonnummer geben, das ist ein Schiff. Können wir gerne machen. Dann konnte ich noch meine zweite Forelle fangen an diesem Tag, außerhalb des Bildes, auf einen schwarz-orangenen Brasten-Durchlaufblinker. Der hat dreimal auf mich gehabt, ne? Der hat dreimal nachgebissen. Ja? Dreimal hat sich drauf gebissen. Was für eine oder was? Hä? Was für eine? Nur eine kleine. Um 15 Uhr habe ich dann Feierabend gemacht an diesem Tag. Ich konnte zwei Forellen und einen Stör erwischen. Wascha hatte vier normale Forellen. An dem Tag waren die Forellen halt ein wenig zickig. Das ist halt manchmal so, da macht man nichts dran. Generell hat die Anlage ein gutes Potenzial. Schade, dass halt nur an dem Tag ein bisschen wenig los war. Mit dem Betreiber habe ich mich unterhalten. Er hat nächstes Jahr noch einige Sachen vor, in der Hütte noch ein bisschen was zu tun und wie gesagt, ich komme mit Sicherheit mal wieder und in diesem Sinne, das Video wird 2020 erscheinen. Allen soweit ein frohes neues Jahr. Geht angeln, macht es gut und tschüss.